Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe von den Firmen Adonios, Dynair und Hammavi ein paar Computermäuse zur Verfügung gestellt bekommen, die ich euch gerne mal in den kommenden Videos etwas genauer vorstellen möchte. Wenn ihr also gerade auf der Suche nach einer neuen PC-Maus seid, dann könnte hier vielleicht für euch was Passendes dabei sein. Solltet ihr euch nach den Videos für eine der Mäuse interessieren, den Link zu der vorgestellten Maus findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, heute geht es um die Funkmaus von Dynair, die ihr hier schon liegen seht. Die Maus gefällt mir eigentlich auch recht gut, muss ich aber gleich am Anfang dazu sagen, dass es zumindest bei mir etwas Einarbeitungszeit gebraucht hat, weil die Maus sehr flach ist und wenn man dann so große Hände hat, braucht man da erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit, sage ich jetzt einfach mal dazu. Von der Verarbeitung her ist die Maus echt top. Ihr seht schon, hier oben ist so weißer Lack, also schaut aus wie weißer Klavierlack. Hier haben wir nochmal den Dynair-Schriftzug. Hier haben wir eine kleine DPI-Taste, wo man die Empfindlichkeit einstellen kann. Unser Mausrad natürlich und unsere geräuschreduzierten Tasten. Auf der Unterseite schaut das Ganze so aus. Da haben wir hier noch ein bisschen Blabla-Gedöns. Hier haben wir den Sensor. Die Maus hat natürlich auch eine Ein- und Aus-Taste. Und betrieben wird das Ganze mit zwei AAA-Batterien. Und in der Maus ist dann noch der Funkempfänger bzw. der Empfänger von der Maus untergebracht. Ja, wie gesagt, die Maus gefällt mir sehr gut, hat eine schöne handliche Form. Ich kriege jetzt bloß das Batteriefach nicht mehr drauf. Jetzt hat eine schöne handliche Form. Man kann es auch mal schnell in eine Hosentasche stecken, in eine Jackentasche, in der Laptoptasche fällt es jetzt auch nicht ins Gewicht. Man kann die Maus eigentlich überall mit hinnehmen. Ist perfekt für einen Laptop. Man kann sie natürlich auch beim PC verwenden. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt das nicht gewohnt ist, wenn man mit den Fingern so nah am Tisch ist, sage ich jetzt mal dazu, weil die Maus halt ziemlich flach ist. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und von daher finde ich die eigentlich echt klasse, gerade für unterwegs. Ja, das war jetzt das Video von der Dynair Funkmaus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr euch für die Funkmaus interessieren solltet, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu. Ja, bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Back to reality.